Das ist dem Jackending, was du gemeint, das würde ich gerne. Ja, sagen. Mann. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Da bin ich komplett gar nicht drin. Gar nicht? Geil, das würde ich, das wirst du feiern. Das wirst du feiern. Der schlimmste Influencer der Welt, die Zerstörung von Jota. Für so ein Video und damit herzlich willkommen zu der etwas anderen Folge meines Wochenformates. Heute gibt es keine News, keine Twitch-Fail-Clips, keine Abstimmung über den Clip der Woche. Keine Sorge, das kommt alles wieder im nächsten Video. Heute geht es um die Aufarbeitung des schlimmsten Influencers, den ich jemals gesehen habe. Es geht um Sexismus, Homophobie, Rassismus. Das krankhafte Verlangen, mit allem Geld zu verdienen, selbst wenn Familien daran zerbrechen oder sogar Menschen sterben können. Es geht um Betrug, Steuerschulden, Hochstaplerei, Fahndungen vom FBI, das Manipulieren von Zahlen und um systematisches Lügen. Eigentlich wollte ich niemals so ein Video hier machen, aber es muss mal wieder aufgeräumt werden. Heute geht's um den Fall. Ich habe von dem aber noch nie gehört. Ich auch nicht! Aber das ist übel der Scammer, Shady, Trash-TV-RTL-Typ. Und der war so trash und so kacke, dass ihn sogar RTL rausgeschmissen hat. Und das gab's noch nie. Also wie heftig musst du Scheiße bauen, dass dich RTL rausschmeißt? Dieses Video hier ist in fünf große Kapitel eingeteilt. Wer ist eigentlich Bastian Jota? Von Fake-Firmen über Übel gut, er holt sich damit total ab. Trug abwertende Aussagen gegenüber Frauen. Und holy shit, sowas habt ihr in eurem Leben noch nicht gesehen. Rassismus und Homophobie, keine Moral bei Instagram-Placements und Werbung. Also ich habe ja im letzten Video schon gezeigt, wie er sich wahrscheinlich Likes und Follows kauft, um sich halt irgendwie in der Relevanz zu halten. Aber wie dreist er bei Instagram-Werbung lügt, ey, das wäre eigentlich schon wieder ein ganz anderes, eigenes Video wert. Dazu geht es auch um menschengefährdende Profilgeilheit, also wie dieser Mann einfach Menschenleben aufs Spiel setzt, nur um ein bisschen mehr Kohle zu verdienen. Und zum Abschluss natürlich noch das Fazit. By the way, es gibt noch einen Haufen mehr Themen als die, die ich in diesem Video hier anspreche. Wie er zum Beispiel seine Freundin von dieser Frau innerhalb von 2 Jahren in diese Frau verwandelt hat. Und selbst die Gründe, warum RTL und Sat.1 ihn dauerhaft von Shows ausschließen, sind so klein im Gegensatz zu anderen Themen, dass ich diese hier in diesem Video nicht mehr behandle. Dazu gibt es auch Aussagen, unter anderem von der Tierschutzorganisation PETA, wie Jota mal einen Dackel gequält haben soll. Als Beweis gibt es halt auch ein Video dazu, aber man kann halt nicht zu 100% sagen, dass Jota das getan hat. Und deswegen möchte und kann ich ihn auch nicht dafür fronten, weil ich halt sauber und faktenbasiert arbeiten möchte. Alles, was ihr in diesem Video hier seht, ist mit Quellen belegt. Wir machen das hier ordentlich. Was aber nicht bedeutet, dass ihr keine kotzreizerregenden Sachen sehen werdet. Los geht's. Zuerst zeige ich euch aber, wer dieser Jota überhaupt ist und wie er überhaupt zu Geld kam. Jota oder mit bürgerlichen Jahren Bastian Gilmeier ist ein 44-jähriger Typ, der ein Scheinleben als Selfmade-Millionär in den USA führt. Er hat dann 2016 ein Potsdam aufgebaut und durch sein exzentrisches Verhalten auch dicke Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sodass auch TAF über ihn berichtet hat. Dort sind dann unter anderem Clips wie diese entstanden. Die Frage ist, wo geht's hin mit dem Roadtrip? Ich habe schon ein paar Ideen. Sag mal, der Debbie, das ist ja alles mit notiert sein. Okay, Debbie, Mr. Jota möchte, dass du alles aufschreibst. Ja, ihr habt richtig gesehen, er spricht nicht selber mit seinen Angestellten, selbst wenn diese direkt neben ihm sitzen. Neben TAF war er dann auch bei Formaten wie Adam sucht Eva. Oh mein Gott. Was? Das ist auch schon Scheiße. So kacke. Das Dschungelcamp oder auch zuletzt Promis unter Palme mit dabei. Die Sender haben sich aber mittlerweile schon komplett von ihm distanziert und von zukünftigen Produktionen ausgeschlossen. Wie er 2016 dann... Dschungelcamp fand ich immer konsumierbar. Muss ich leider sagen, Dschungelcamp fand ich konsumierbar. Fand ich witzig. Als noch ein paar Leute... Kommt drauf an, wer da ist. Ja, genau. Als noch ein paar Leute mitgespielt haben, die man halt eventuell kannte. Und als, wie hieß der Dicke, der leider gestorben ist? Der das am Anfang moderiert hat. Der das dann nicht mehr gemacht hat, weil er Bach. Halt... Ja, der Typ. Den fand ich auch immer cool eigentlich. Als zu Geld kam, wusste keiner so genau. Aber ich werde es euch zeigen, weil hier beginnt die Betrügerei schon. Jota lernte das Ehepaar Otto kennen und die hatten massig Geld. Auf jeden Fall erzählte Jota ihnen von einem doch so tollen Technik-Startup, was er besäße. Dieses Startup sollte es ermöglichen, dass primär Rentner mit einer Alexa- oder Siri-ähnlichen KI die Social-Media-Welt mitbenutzen können. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie damals sein ach so gutes Präsentationsvideo seine künstliche Intelligenz erklärt. There are 5 photos from John on Facebook. Here's the first one. Show me the next one. And the next one. Aber sowas reicht natürlich nicht, damit dir jemand 1,6 Millionen Euro Darlehen gibt. Deswegen hat sich Jota einen Fake-Deal mit... Das ist auch geil, oder? Ich meine, da kriegst du... And the next one. And the next one. Ja, vor allem, da ist echt ein Tech-Gigant geworden. Da gehst du auch auf Fiverr und kriegst für, keine Ahnung, 10 Euro wahrscheinlich was Besseres. Also das, was du da gesehen hast. Wurde davon ausgedacht, welcher seinem Unternehmen 139 Millionen US-Dollar beschert hätte. Dazu gab es noch einige Artikel, aber es gab nie einen Deal. Das hat er sich einfach ausgedacht. Aber das wusste das Ehepaar Otto nicht, die an Jotas Startup glaubten und haben ihm halt ein Darlehen von 1,6 Millionen Euro beschert. Jota hat sich aber, nachdem das Geld in der Firmenkasse war, direkt mal wieder nach L.A. aufgemacht und lebt seitdem dort als Self-Made-Millionär.
Von seinem Startup hat man seitdem nichts mehr gehört. Aber das ist nicht das einzige Mal, dass Jota betrügt. Er gibt sich nicht mal Mühe, nicht als. Das ist so ein geiles Konzept. Du machst ein Startup, was nicht existiert, tust so, als hätten Leute investiert. Sobald du den ersten richtigen Investor hast, nimmst du das Geld und haust ab. Fertig. Das ist how to make money, Klammer auf, quick, Klammer zu. Betrüger oder Hochstapler. Er gibt sogar Anleitungen zum Betrügen. Bei einer Masche von ihm hat er sich als Google-Spezialist ausgegeben. Und hat bei super vielen Primär-Kleinunternehmen angerufen, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Dabei hat er den Unternehmen zuerst Angst gemacht. Glückwunsch, die Kunden finden Sie, aber Ihr Datensatz ist nicht verifiziert. Das erste Fragezeichen, was aufruft, ist, ja, wie verifiziere ich das denn? Das ist ganz einfach, wenn es nicht verifiziert ist, besteht die Gefahr, dass es sehr bald aus der Google Search Engine rausgeschmissen wird. Und dann netterweise angeboten, dass er deren Unternehmen für $150 verifiziert. Natürlich könnt ihr es auch selbst verifizieren. Glaube mir. Im persönlichen Research und auch mein Student in Österreich, wir haben richtig, richtig Kohle damit gemacht. Cool. Aber damit hört es noch nicht auf, denn Jutta behauptet auch, er hätte so einiges studiert. Er behauptet nämlich, dass er Diplom-Betriebswissenschaftler und Diplom-Sportwissenschaftler wäre und dass er Jura studiert hätte. Und naja, das stimmt nicht so ganz. Jutta, du hast eine Fortbildung an der BSA besucht. Das ist eine Fortbildung. Kein fucking Studium. Und zu deinem BWL-Diplom, Jutta, du warst an der VWA. Dort kann man Fortbildungen besuchen. Aber weißt du, was man dort nicht machen kann? Einen Diplomabschluss. Den bietet die Akademie gar nicht an. Beziehungsweise die Akademie bietet gar keine akademischen Abschlüsse an. Und wo du plötzlich Jura studiert haben sollst, das weiß bis heute auch irgendwie keiner. Also auch hier sehen wir mal wieder Hochstaplerei vom Feinsten. Er gibt sich als jemand aus, der er nicht ist. Aber Alter, ist das alles scheiße. Das werden wir dieses Video noch ein paar Mal sehen. Jetzt habt ihr ungefähr einen Einblick, wer Jutta so ist. Das heute. Wie findest du den bisher, Rumatra? Erster Eindruck das, so? Der erste Eindruck ist aber wichtig. Der erste Eindruck ist beschissen. Der sieht auch schon. Also, ich weiß halt nicht, wie du das so voll anstrengend, so ein Leben zu leben, oder? Ist das nicht sau anstrengend, diese ganzen Lügen aufrechtzuerhalten und sich die ganze Zeit irgendwas Neues auszudenken? Und eigentlich immer. Ja. Also, das ist doch mega, mega anstrengend. Das kann sich doch gar nicht lohnen. Stimmt. Das wird aber hier noch alles kein Front an Jungen sein, sondern lediglich zeigen, um welche Art von Mensch es sich bei ihm handelt. Im nächsten Part geht es nämlich jetzt richtig los. Und Triggerwarnung. Es wird unfassbar frauenverachtend und widerlich. Also, ja. Jota hat ein Programm, welches sich Kingmaker nennt. Dort geht es darum, wie man sich als King verhält. Willkommen zum Kingmaker-Kurs. Er nennt es King. Ich würde es eher toxischen, pubertierenden Jungen ohne Selbstwertgefühl nennen. Aber naja. Kingmaker-Programm klingt doch auch schon ganz so scheiße. Falsch, oder? Das ist doch. Das ist so scheiße. Fuck. Oh Mann. Definitionssache vielleicht. Auf jeden Fall geht es dort auch um den Umgang mit Frauen. Und dort entstehen solche Stories. Ich habe nie Alkohol getrunken. Meine Kumpels haben mich früher, wo ich so 18, 19 war, immer ausgelacht. Aber ich war der Typ, der ihre Freundinnen nach Hause gefahren hat. Und glaube mir, die hatten was getrunken. Ich sage, hey, ich begleite dich noch rein. Ich möchte nur sicherstellen, dass du die Treppen hochkommst. Hey, hey, wait, komm ich dich hier hin. Oh ja, hey. Oh yeah, warte, ich helfe dir mit der Hose. Das geht, ich meine, ich mache das schon. Hey, ich bin einfach, hallo. Wow, hey. Hä? In seinem Kingmaker-Programm bringt er Vergewaltigung bei? Was für eine Scheiße. Das kann ich nicht fassen, das hat er hochgeladen. Wann ist das? Aus 2001? Uff, fuck, ist das scheiße. Der ganze Chat kannst du nicht fassen, ich habe noch nie so viel WTF-Spam gesehen. Das waren die Freundinnen von seinen Kollegen. Und die hat er dann, weil die betrunken waren, vergewaltigt. Das ist wirklich ein Kingmaker-Programm. Holy shit, der hat es ja wirklich. Das ist wirklich King, wenn du das machst. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich komme mir wieder vor, wie so bei einer Parodie oder. Das ist noch schlimmer. Wieso findet er das so toll? Meint er halt ernst? Das ist krass, ey. Der hat ein schlimmes psychisches Problem. Ja, ja, der hat eine richtig kranke Störung. Der hat irgendeine ganz kranke Störung, hat er, also. Ganz krank, holy fucking shit. Geschichte, Jackpot. What the fuck, das kann nicht sein Ernst sein. Er gibt also in seinem Programm. Du machst eine Recherche und scheiße, da musst du doch erstmal schlucken. Und den Ratschlag, in Clubs nicht zu trinken, damit du die Freundinnen von Kumpels nach Hause fahren kannst, um sie anschließend zu bangen. Richtiger Ehremann, Digga. Aber das ist fast doch die harmloseste seiner Aussagen in seinem Programm. Jotta erklärt auch, wie du selbstsicherer und vorbereiteter wirst, sollte dir deine Traumvorbildung laufen. Aber die Art und Weise, Alter. Such dir B-Ware raus, nicht die Model-Superstars. Übe mit Übungsfleisch.
Übe mit der Dusch. Jeder einzelne Satz, den er macht und alles, was er tut, ist ja so ganz beschissen. Ja, ja. Wer schaut, wer kauft das? Warum hat er da hinten ein Bild gefotoshoppt, wo er und zwei Arnold Stück, das sind. Hinter ihnen und das da links. Er hat sich zwei Bilder mit Arnold reingefotoshoppt. Wo Arnold, weiß ich nicht, in den 80ern ist und er ist halt so wie jetzt. Das macht total viel Sinn mit 40 Jahren Unterschied. Das ist echt smart, ey. Einfach Übungsfleisch. Das ist so dumm. Ich habe auch ein Foto von mir hinterm Greenscreen, wo ich mit Christopher Columbus einfach so abhänge und ein bisschen am Chillen bin. Ganz locker. Das macht schon alles Sinn. Durchschnittsfrau. Mir kommt die Kotze hoch. Ja, wer kennt es nicht? Die Durchschnittsfrau, was auch immer die durchschnittliche Frau sein soll, als B-Ware oder Übungsfleisch bezeichnen. Natürlich. Übungsfleisch ist halt auch so. Übungsfleisch? Wieso? So wieso verachten, wieso muss ich da so an unseren Box-Vlog denken? Oh du warst einfach nur ein Stück Übungsfleisch mit Helm, ey. Oh mein Gott. Oh, fuck. Fang mit der niedrigen Ware an. Vergeud sie. Ey. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Jutta redet natürlich nicht nur über das Frauen kennenlernen, sondern auch, wie du dich beim Bimsen verhalten sollst. Dann ist es mir scheißegal, ob die Frau kommt oder nicht. Wenn die nicht kommt, dann ist es ihr Problem. Ja, Mädchen, warst du zu langsam. Dann war ich nicht zu schnell, dann warst du einfach zu langsam. Ey, das habe ich mir mit 15 auch gesagt. Aber mittlerweile habe ich durch eine kleine Feldstudie herausgefunden, dass man Frauen innerhalb von 19 Sekunden eher weniger zum Orgasmus bringt. Dann gib Gas und wenn noch 20 Sekunden abspritzt und... Okay, sorry, du hältst sogar 20 Sekunden durch. Sagt sie auch dich? Mädchen, ist dein Problem, wenn du nicht schneller bist. Ey, ich muss dazu gar nichts mehr sagen. Sixten sagt ganz kurz, wie die das sehen. Nicht, denn wenn du kommst und sie nicht, hat sie dich gefickt. Danke, Juju, aber haltet eure Kotzeimer bereit. Jetzt wird es richtig widerlich. Ich packe euch jetzt hier mit dem einen oder anderen Ausschnitt deines Kingmaker-Programms rein. Und ganz ehrlich, ich weiß bei diesen ganzen... Also Kingmaker klingt schon so shady, ja, so wack. Das ist das Beschissenste. Kingmaker. Mhm. Ja, sag's noch ein paar Mal. Ich finde das gut. Sag noch ein paar Mal Kingmaker. Das ist, macht's umso besser. Was ist das? Schlecht. Das ist Sachen nicht, was ich... Aber ich finde, eine Frau hat drei Öffnungen und wir Mann haben das, Männer haben das Recht, alle drei zu benutzen. Kleine Sch***, das ist das, was du verdienst. Das ist so ein bisschen wie Assi Toni, nur unironisch. Weißt du, was ich meine? Wobei ich bei dem auch nicht sicher war, ob der das ernst gemeint hat. Ja, der war, glaube ich, auch ein bisschen Assi. Der war wahrscheinlich ein bisschen Assi, aber keine Ahnung, wie das. Kannst du dich fassen? Wer bucht denn bei denen auf Instagram noch Werbung? Also ich finde, ganz ehrlich, eine Frau hat sich einen Arsch zu lassen. Ey, mir kommt so hart die Kotze hoch, ne? Aber was ich mich aber gerade frage ist, das sind alles Aufnahmen, die Jutta freiwillig ins Internet gestellt hat. Also wäre das so ein geheimer Lockerroom-Talk irgendwie und er hat vielleicht einen sitzen und unterhält sich mit Kollegen und einer filmt heimlich mit, ist das eine Sache. Aber das als Kingmaker-Programm zu verkaufen, da musst du öffentlich, freiwillig das reinzustellen, ich fasse es nicht. Also bewusst, weil er dachte, das ist gut so, das ist richtig so. Wie redet dieser Mann denn dann bitte, wenn die Kamera aus ist, wie redet dieser Mann denn dann bitte hinter verschlossenen Türen? Naja, vielleicht ein paar ähnliche Dinge zu dem, was wir jetzt sehen werden. Wir kommen nun zu skrupellosem Rassismus und ekelhaftester Homophobie. Alles ist ein Kingmaker-Programm drin. Also, das ist einfach nur ein Programm, wie man zum größten Sohn auf dem Planeten wird. Jutta, Regel Nummer 1 zum Showgeschäft eigentlich. Wenn du bekannt sein möchtest, dann achte darauf, dass bei rassistischen Jokes keine Kamera im Raum ist. Oder, wie im folgenden Fall, im Garten. Der nächste Part ist nämlich, dass Jutta sich darüber abfuckt, dass seine neuen Nachbarn aus der Türkei stammen. Er steht mit ein paar Kumpels am Lagerfeuer und dort ist diese Handyaufnahme entstanden. Glaubst du, dass ein Türke nach Döner stinkt, wenn er brennt? Okay. Die Qualität ist nicht mehr gut, du könntest sagen, das ist nicht deine Stimme und du distanzierst dich davon. Aber Jutta, schade, dass mir dieser tolle Joke noch aus einer anderen Perspektive vorliegt, wo man ganz eventuell dein Gesicht sogar erkennen kann. Glaubst du, dass ein Türke nach Döner stinkt, wenn er brennt? Das Ding ist, ja, das ist schon eine ganze Weile her. Und Jokes in einem freundschaftlichen Rahmen, wo jeder versteht, wer gemeint ist, sind nochmal ein bisschen anders aufzufassen. Bin ich voll und ganz bei euch. Ich würde euch diese Aufnahme auch nicht zeigen, wenn sich Jutta ein Thema... So, es geht auch überwiegend darum, wie unlustig das ist. Ja, und er tut so, als würde... Also, CJ denkt, irgendwer würde ihn noch verteidigen wollen im jetzigen Zeitpunkt. Weißt du, was ich meine? So, ja. Niemand nimmt diesen Wichser mehr in Schutz. Also, aber ja, geiles Video von TJ auch an der Stelle mal. Muss ja, sehr, sehr stark. ...ihn geändert hätte. Hat er aber leider nicht. Ich zeige euch jetzt unkommentiert ein paar Clips und ihr könnt davon halten, was ihr wollt. Seid ihr Deutsch oder was? Scheiß Mexikaner. Aber schließt dann einfach mal die Grenzen. Was macht die Merkel?
Flüchtlinge, kommt rein. Wir haben Platz. Wir müssen ja hier alle korrekt sein. Ja, kommt rein, wir haben noch Platz. Kommt rein. Kommt alle rein. Mit ihrer beschissenen Scheißpolitik. Unglaublich, was in Deutschland abgeht. Ich schäme mich. Für alle Schwuchteln. Jeder, der so rumläuft, ist eine Schwuchtel. Der ist, ist eine devote Arschnutte. I'm not a racist at all, please. Ja, nice. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie sich auch nur irgendein Homosexueller oder Ausländer bei diesen Clips offended fühlen könnte. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber eine Sache muss ich gerade ansprechen. Ausgerechnet du beschwerst dich darüber, dass zu viele Flüchtlinge... Ich kann das nicht... Der ganze Chat ist... alle sind sprachlos. Wie scheiße das ist. Wie hatten der noch Partner auf Instagram? Wieso war der noch so lange im Fernsehen? Wieso wurde überhaupt Aufmerksamkeit gegeben? Das ist sein Kingmaker-Programm. Nach Deutschland kommen? Bist du nicht selber Wirtschaftsflüchtling? Weil, was ihr nicht wisst, der liebe Jutta sollte besser nicht mehr nach Deutschland kommen. Weil Jutta hat hier 688.000 Euro Steuerschulden. Es ging mit den Steuerschulden sogar so weit, dass das FBI nach ihnen gefahndet hat. Aber sich darüber beschweren, dass Menschen, die ihr Haus, ihre Familie oder teils ihre komplette Heimat verloren haben, ein sicheres Zuhause suchen... Stark. Ich will mich mit dem Thema aber auch gar nicht zu lange aufhalten, weil meiner Meinung nach die ganzen Clips für sich sprechen. So, inhaltlich sind wir jetzt bei der Halbzeit, aber Freunde, ich verspreche euch, es scheppert gleich nochmal anders ordentlich. Jutta macht halt auch Werbung auf Instagram, wie 99% aller Menschen, die mehr als 100.000 Follower haben. Aber auch hier schafft es Jutta mal wieder, so hart zu verkacken. Also seine Glaubwürdigkeit hat dieser Mann ja eh schon verloren, aber wie dieser Junge im folgenden Fall wieder lügt, ey, es ist so dreist. Jutta hat Werbung für Smile Secret und für Bleach Me gemacht, kann er von mir so machen, aber achte mal drauf, was Jutta bei der Werbung für Bleach Me jetzt sagt. Seit Mitte April testen wir Bleach Me und ich kann euch sagen, das funktioniert. Da habe ich jetzt über 2 Monate Erfahrungswerte. Also Jutta sagt ja, dass er 2 Monate Research gemacht hat. Cool, finde ich stark. Finde ich gut, dass du erst testest und dann dafür Werbung machst. Da bist du Enissa, Leo Mascher und wahrscheinlich noch vielen, vielen anderen sogar einen dicken Schritt voraus. Aber dann habe ich eine Frage an dich, Herr Jutta. Warum sagst du, nachdem Smile Secret und Bleach Me in der öffentlichen Show geroastet worden sind, dann Folgendes? Ebenfalls mea culpa, ich habe für diese Scheiße auch Werbung gemacht. Habe ich mich zu wenig erkundigt. Habe ich vor einem Jahr auch noch die Dollarzeichen in den Augen gehabt und denke mir, ja, ist doch gut. Habe ich mir die Beschreibung durchgelesen, anstatt Research zu machen. Also doch kein Research betrieben und nur die Beschreibung gelesen und nicht getestet? Cool. Dazu macht er auch Werbung für Online-Casinos. Erstmal ja, ist auch ein Shit-Move, sowas zu bewerben, an dem schon so viele Menschen und auch Familien drin kaputt gegangen sind. Maybe spalten sich bei ein paar von euch jetzt hier die Meinungen, aber ich persönlich finde, dass es verboten werden sollte, sowas zu bewerben, aber... was? Es ist verboten, das zu bewerben? Es wurde deswegen sogar schon Strafanzeige gegen ihn gestellt und er macht dennoch weiter? Cool. Ich mache mich ja mit ein paar Jokes hier auch über den Jungen lustig, so, ne? Aber das Folgende, was ihr jetzt gleich sehen werdet, holy, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich habe schon viel menschenverachtenden Scheiß gesehen. Aber das, was jetzt kommt, sprengt wirklich nochmal alles. Wie kann es denn immer noch schlimmer werden? Ja, wie es hört auch nicht auf, Jutta meinte per Instagram-Story, er hätte ein Wundermittel gegen Corona entdeckt. Und das im April 2020. Ein Antikoron habe ich gefunden. Etwas, was... gegen eine Infektion helfen soll oder das Risiko reduziert, das möchte ich double checken. Wenn dem so ist, werde ich das posten. Das ist natürlich absoluter Bullshit, aber wie er den Shit verkaufen möchte, ist ekelhaft hoch 10. And more than 100.000 people have died around the world from COVID-19. While authorities claim fewer than 200 deaths from coronavirus in the whole of Ecuador. Also, da muss man auch, also... Kann man mal, ich würde gerne wissen, das wann, kann man sich nicht von welchem... Ich wusste gar nicht, dass es so was Schlimmes gibt, dass man so ekelhaft dreckige Werbung machen kann, wo man direkt in die Hölle kommt. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Level noch gibt. Also, das ist ja schlimmer als alles andere, sowohl wofür du Werbung machst, als auch mit welcher Wirkung, dass du da einfach Leichen zeigst. Naja. Das war in seiner Instagram-Story. Vor allem, mich würde mal gerne interessieren, wann das in Instagram-Story war und wann der bei RTL und so rausgeflogen ist. Ich würde gerne wissen, ob das davor oder danach war. Das würde mich so timeline-technisch mega interessieren. Wie lange RTL und so mit so jemandem zusammengearbeitet haben, bis sie ihn rausgeworfen haben. Ich finde aber auch den Schutz von innen heraus sehr, sehr wichtig. Und das ist jetzt kein Collaboration-Deal. Es gibt auch keinen Code. Ich habe einen Hersteller gefunden, der einen Schutz von innen heraus anbietet, durch die Stärkung des Immunsystems, macht auf mich persönlich einen sehr, sehr guten Eindruck. Jetzt kommt ich habe eins für mich bestellt und
Ich habe ebenfalls 100 Flaschen für die Homeless bestellt. Okay, ja, er spielt mit der Angst der Leute, aber laut eigenen Aussagen hat er gar keinen eigenen Nutzen davon, wenn man sich das kauft. Plus, er zeigt ja auch, dass er für $2000 für seine Homeless People in L.A. auch Flaschen gekauft hat. Ja, lol. Wenn man auf die Seite geht, sieht man, dass das Ganze wie eine Standard-Supplement-Seite aussieht, für Fitness-Andys eben. Aber wenn man mal ins Impressum geht, wer so hinter der Seite steckt, dann sieht man da, oh, den lieben Jota. Zuerst dachte ich halt, okay, ist halt ein profikeller Typ, der mal wieder seine Follower angelogen hat, kennen wir ja. Aber je mehr ich über das Thema nachgedacht habe, desto mehr fing ich an, innerlich zu kotzen. Jota verkauft hier ein angebliches Wundermittel. Er behauptet in seiner Story, dass es sich zu 90% vor einer Ansteckung schützt. Das ist circa derselbe Schutz, den die besten Impfstoffe, die je entwickelt worden sind, anbieten. Mit dem man sich wirklich sicherer fühlen kann. Jetzt stellen wir uns mal vor, eine Familie glaubt ihm und kauft das. Sie fühlen sich sicher. Damals gab es ja noch keine Maskenpflicht und so. Sie bewegen sich frei, ziehen ihnen die Maske an, treffen Freunde und Familie. Weil sie halt im Glauben sind, sich ausreichend zu schützen. Und dann stecken sie sich an. Und vielleicht ist bei der Familie auch eine ältere und schwächere Person mit dabei, die ihnen vertraut hat und im Glauben war, sicher zu sein und sich dennoch angesteckt hat. Und maybe hat die ältere Person einen schweren Verlauf und stirbt an Corona. Dann geht der Tod zu 100% auf deine Kappe. Du bist so profitgeil, dass du nicht einmal davor zurückschreckst, dass deinetwegen jemand sterben könnte. Hauptsache, das Geld stimmt. Ey, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Rassismus, Betrug, Steuerschulden, Hochstaplerei, Punkt, die Liste ist endlos, ihr habt es gerade gesehen. Alle Sachen, die man irgendwie mit viel Zeit und viel, viel Verständnis der Gesellschaft irgendwann irgendwie vielleicht wieder gerade biegen könnte. Aber dieses menschenfeindliche Verhalten, dass du für Geld sogar über Leichen gehen würdest, dafür habe ich wirklich keine Worte mehr. Fazit. Warum habe ich dieses Video hier jetzt gemacht? Eigentlich wollte ich nur zeigen, dass dieser Jota sehr wahrscheinlich seine Social-Media-Statistiken fälscht, aber das habe ich ja im letzten Video schon bewiesen. Das Problem war aber, dass ich bei der Recherche noch so viel extra Stuff gefunden habe, was ich nicht einfach so stehen lassen konnte. Das hier ist ja eigentlich ein wöchentliches Comedy-News-Format, wo ich euch halt humoristisch zeige, was in der Social-Media-Welt so abgeht. Wenn dann aber ein Jota, der halt auch Teil der Social-Media-Szene ist, sowas alles macht, dann kann und will ich euch das nicht vorenthalten. Dieses Video wird wahrscheinlich nicht dafür sorgen, dass Jota sich ändert. Aber maybe sorgt es dafür, dass es in Zukunft weniger Leute gibt, die auch nur ansatzweise versuchen, ihre Community so zu belügen und ihre Mitmenschen teilweise so minderwertig zu behandeln. Und Jota, ich weiß, dass du das hier sehen wirst. Ich könnte zur Liste mit gefühlt 8 Milliarden Dingen aufzählen, die du verändern sollst. Aber Jota, wenn du wirklich was verändern möchtest, dann fang doch mal an, die ganzen Schäden zu begleichen, die durch dich entstanden sind. Aber ganz ehrlich, ich glaube wirklich nicht, dass du dich verbessern möchtest. Ich glaube eher, nach dem Video hier kommen ganz anders weirde Instagram-Stories bei dir hier über das Thema. Aber Jota, hättest du nicht Bock, mich und tausende andere Menschen eines Besseren zu belehren? Hättest du nicht Bock, dass Leute anfangen, dich zu mögen und nicht nur deine Story gucken, weil sie Fremdshampoo ist, sondern weil du vielleicht auch mal was Cooles machst? So kamen wir überhaupt auf ihn. Der hat die am cringigste Instagram-Story gemacht, die ich seit einem Jahr oder noch länger gesehen habe. Vielleicht sogar auf all time. So kamen wir überhaupt auf ihn. Weil der auch sehr, was das angeht, extrem, extrem dumm war. So kamen wir auf ihn. Aber jetzt kommt das wieder nochmal. What the fuck? Und jetzt noch ein Appell an alle Zuschauer. Lasst euch nicht blenden. Lasst euch nicht triggern und geht vor allem nicht auf seine Provokation ein. Aber ignoriert ihn auch nicht komplett und weist auf Missstände hin. Und lasst kotzreizerregende Sachen nicht einfach so im Raum stehen. Aber bleibt auch gleichzeitig respektvoll und vor allem nicht beleidigend. Ich weiß, bei so verachtenden Sachen, die man gerade gesehen hat, kann das wirklich schwer sein. Aber wir müssen uns auf so ein Niveau nicht herablassen. Falls ihr nach diesem Video, by the way, noch Bock habt, mehr über Jota rauszufinden, dann kann ich euch sehr den Instagram-Account JotaHunter3 empfehlen. Er hat mir wirklich super, super viel bei der Recherche geholfen. Fettes Danke, by the way, an ihn. Seine Arbeit ist wirklich insane. Schaut da gerne vorbei. Wie kannst du so scheiße sein, dass du jemanden hast, der dich huntet? JotaHunter. Ich finde den Namen auch sehr, sehr witzig. Scheiße, das ist gut. Ich will keineswegs zu einem Zerstörungs-YouTuber oder sowas hier auf diesem Kanal werden. Für mich ist die Jota-Sache hier auf dem Kanal jetzt abgehakt. Und ab nächste Woche wird es hier wieder meine Wochenshow mit einer Menge Twitch-Clips, News und auch Comedy geben. Freut euch, ich hab da vielleicht schon ein bisschen was im Petto. Und falls ihr Bock habt, das zu sehen, dann abonniert ihr gerne rein, dann verpasst ihr es nicht. Wir sehen uns hier dann Sonntag in einer Woche wieder oder in der Zwischenzeit auf meinem Instagram-Kanal oder so. Peace. Ich bin raus. Geiles Video, aber erschreckend scheiße der Typ. Also das ist ja noch viel heftiger. Wir kamen nur auf ihn wegen seiner scheiß Instagram-Stories. Die waren Fremdscham in wirklich extrem heftig konzentriert. Aber das so scheiße, sehr starkes Video von Tim Young, muss ich wirklich sagen. Heftig, sehr geil. Sehr, sehr geil.